So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zubarok und ich muss jetzt mal einen Heizbonbon haben, das nützt ja nun mal nichts. Das machen wir genau, denn wenn man gerade streamen ist. Das soll man eigentlich nicht tun, weil man dann nicht reden kann. Geht aber doch so. So, jetzt nehme ich die ja mal weg. Die drei Felder. Jawohl. Wupp, das Feld auch. Und das hier auch. So. Siehst du wohl. Freie Fahrt für freie Presse, ne? So, jetzt muss ich mal hier die Straße nochmal umbauen. Und zwar die einmal wegnehmen. Für unser überdachtes Greenhouse. So, wo ist denn hier die Straße vorne? Möglichst vorne. Da, genau. Passt doch wunderschön dazwischen. So. Hier passt es doch auch die Best rein. Das Greenhouse. Da ist es. So, haben wir auch Fußwege da irgendwie dran? Ich glaube, ich weiß gar nicht. So viele waren es nicht, ne? Nee, es ist übersichtlich. Also, eins. Ach, hier ist auch noch eins. Ich glaub's ja jetzt nicht. Schön. So, sonst war es nicht, ne? Und hier vorne ist auch noch eins. Oh, ich glaub's ja nicht. Wow. So, was haben wir hier dann gebaut? Da ist ein Tunnel. Das könnte sein, dass die Leute tatsächlich dahin zur Arbeit kommen. Das wäre ja mal... Ne, das wäre doch mal eine grüne, goldige Sache. Moin Tommy, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Läuft ja bei Twitch. Werbung trotz Abo. Super, ja. Man kann sich nicht alles, ne? Immer ist irgendwas. So, das noch fertig machen. Wollen wir sehen, wie weit wir laufen können, ja? So. Wir können bis in die Stadt. Aber nicht weit. Auf jeden Fall die Leute, die wir hier abgreifen. Die hier kommen. Das sind ja doch eine ganze Menge, ne? Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Hier vorne. Da kommt eine ganze Horde Leute mal raus. Können nicht Lager exportieren. Okay, aber wenn wir das Greenhouse fertig haben, das können wir auch fertig bauen. Ne? Was kostet uns das? Ach, weißt du was? Locker. Das ist locker in unserem Budget. Überhaupt kein Problem. So. Passt rein. Hier wird sozusagen jeder Zentimeter ausgenutzt, den wir haben. Jeder Zentimeter. Warte mal, hier oben fehlt die Straße noch, ne? Die müsste ich, muss ich doch mal hinbauen. Das nützt alles nichts. Der muss wieder weg hier. So. Wupp. Nein, warte mal. Hier so. Da kann ich löschen, wie das nicht. Teil der Hilfe. Wo waren das? So, jetzt aber. Mein Gott. Was denn, ne? Was ist mit der Straße los hier? Gibt es hier Gemecker? Warte mal, das passt mir nicht. Sekunde mal. Das, da kommt jetzt ein Auto. Was macht das Auto denn hier? So, weg. Weg. Das muss ich nochmal... Was ist denn das für ein... Wo ist ein Düster? Ist doch keine Straße oder was? Ist ein Fußweg. Ach so, Schande. Glaub's ja nicht. So, jetzt mal hier raus. Zack, Linie verbinden. So, jetzt wollen wir hier nochmal um die Ecke rum. Wir müssen jetzt um die Ecke denken. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Ey, super. Optimal. Lass mal fertig machen. Möglichst, wenn es geht. Ich habe das Gefühl, das dauert einfach ein bisschen länger, das Gebäude da. Ich glaube, früher war das schneller. Aber ist in Ordnung so, ist gut. Was sehen meine entzündeten Augen denn da? Was ist denn das hier? Ist das hier etwa... Warte mal, das ist doch... Das ist doch Kies. Wir hatten hier Kieswege gebraucht, sag mal. Aus dem Alter sind wir raus. Kiesweh, also ehrlich. So. Nur das Gute kommt hier auf den Tisch sozusagen. So, das nochmal hier fertig machen. Wie weit sind wir hier im Greenhouse? Na? Glas noch drauf. Scheiben putzen und das ist das hier. Das tut die. Dann können wir gleich mal sehen, dass wir auch hier... Was war denn das? Kohle?
Kohle und Chemikalien her, Caro. Nach Bedarf. Mal sehen. Bloß, wer macht denn das am besten? Guck mal, da können die rankommen, aber die müssen echt ein bisschen über Spanien rausfahren, ne? Bis dahin. Wir müssen die Wege irgendwie verkürzen. Der Weg ist zu lang. Der wäre auch unheimlich lange. Und an die Kohle kommen wir nicht ran, weil... Warte mal, an der Kohle kommen wir nicht ran, weil da war irgendwas mit Straße, ne? Verkürzte Leute, da müssen wir hin. Überschneidung nicht möglich. Was war das denn? Ist aber keine Brücke, ne? Ne, ist keine Brücke, gut. Kommen wir hier raus? Da kommen wir tatsächlich durch. Ich glaub's jetzt nicht. Wundervoll. So, da kommen wir raus. Kommen wir hier durch. Da kommen wir sogar durch. Und wir kommen auch hier da ran, ne? So. Na toll. Eine andere Struktur ist im Weg. Machen nichts. Machen wir so. Jetzt kommen wir auch in die Kohle ran. Brauchen wir nicht so weit fahren. Das sind ja wieder, ne, solche Sachen, die wir sparen können. So. Bloß an die Chemikalien müssen wir noch ran. Wir sind ja hier oben, ne? Da müssen wir halt eben sowas bauen. Verschneidung befahren, ne? Konstruktion, was ist denn da los? Ach, da ist irgendwo eine Hochspannungsleitung, richtig? Ich sehe nichts. Das ist wieder dunkel. Dieses mit dunkel und schwarz und man sieht nichts. Wunderschön. Nee, ist nicht schön. Fertig haben, furchtbar. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen ruhen gehen. Ich muss was sehen können hier. Ich sehe sowieso nicht so viel. Straße. Da haben wir sie. Da kommen wir durch. Ja, dann müssen wir halt eben da ran. Fertig. So. So. Dann haben wir das auch verbunden. Pass mal, ob ich das wegnehme hier. So. Wie ein Haus. Ist fertig oder was? Oh ja, tatsächlich. 219 Arbeiter sind vorhanden. Ich werde wahnsinnig. Ich muss mal kurz auf Stopp machen. Ich muss mal kurz durchatmen. Wo kommen die alle her? Das ist ja nicht zu fassen. Na gut, aber das funktioniert. Brauchen wir uns da schon mal keinen Kopf machen. Jetzt brauchen wir Chemikalien und Kohle. Chemikalien und Kohle. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir damit beauftragen. Wen wollen wir damit stressen? Haben wir nicht irgendwo ein Vertriebsbüro, was so ein bisschen nichts zu tun hat? Ach, das ist hier unsere... Was machen wir? Machen wir ein bisschen schneller hier. Wir brauchen mit Licht. Ich sehe nämlich... Oh, was ist denn hier los? Fred, wir haben hier... Guck! Alter Freund, mein Spiel, los. Bisschen stockender Verkehr hier gerade. Aber wenn ich rauszoome, geht das. Dann sieht man das gar nicht mehr so doll. So, was war das hier? Ach, das war die Bekleidungsgeschichte. Wenn wir den noch mehr auf den Hals setzen, ne? Ich glaube, dann drehen die durch. Dann kriegen die hier... Ein Gebäude brennt. Das ist immer schlecht. Gebäude ist immer schlecht. Wie heißt denn das Gebäude? Förder- und Pipeline. Das ist aber ganz schlecht. Oh, das ist aber schlecht. Helikopter kommt, sagt er. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir das hinkriegen hier. Wo ist denn der Gute? Okay, hau rein. Besorg mal ein bisschen Wasser. Ich meine, ziemlich weit oben. Ich glaube, vielleicht bringt das was, wenn wir da oben noch irgendwie noch einen kleinen See anlegen. Vielleicht holen sie von da aus dann Wasser. Dann ist der Weg nicht so weit.
Weil das steigt rapide an hier. Oh, das brennt. Hoffentlich kriegen wir das gelöscht. Und bitte treffen, ja? Na, sieht gut aus. Okay, klappt ja noch so gerade. Alles klar. Wir können durchatmen. Sag mal, was ist denn los? So. So. Wenn man hier noch irgendwo einen See anlegt, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob da überhaupt Wasser drin ist, wenn wir das absenken hier. Ach, ich weiß was. Ich habe so viel Blödsinn vor, das können wir ruhig mal machen. Oh ja, hier ist Wasser. Guck mal. Ich mach mal hier so einen kleinen. Ne? Vielleicht bringt das was. Vielleicht fliegen wir auch hier hin und holen Wasser. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. So. Siehste. Das ist ja voll natürlich. Nicht? Voll natürlich. Das schwarze Loch. So. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Müssen wir uns mal gucken. Vielleicht klappt das ja. Dass sie dann nicht mehr jedes Mal ja, erst zum Fluss runterfliegen müssen, sondern gleich durchstarten können. Das wäre natürlich der Hammer. Also wär's. Also warte mal. Sekunde. Wir brauchen noch ein Vertriebsbüro. Wo haben wir denn nichts zu tun? Was ist hier oben denn los? Das sind die Höfe, ne? Oh, hier. Die fahren Hof 1 und Hof 2 ab. Was machen sie da denn? Da ist keiner vorhanden. Das sind die beiden, ne? Hof 2 und Hof 1. Die beiden Pferde ab, ne? Mehr ist es nicht. Hof 2. Das war. Oh, ach, Hof 2 ist hier hinten, ne? Stimmt, das war der hier. Stimmt, die fahren das weg. Ach, da können wir den nicht noch mehr zuheißen. Den drehe ich voll durch. Das können wir nicht machen. Wir bauen einfach ein neues. Cargo. Wo ist denn das hier? Da. Nee. Vertriebsbüro, genau. Wir setzen da gleich ein großes hin. Spiel keine Rolex. So. Und zwar. Dann nehmen wir das hier. Hier oben ist ja noch Platz. Da passt sowas locker noch hin. Und dann, wenn wir das hier oben verarzten. Zack, fertig machen. Und das auch. So, dann können wir den da auch nämlich LKWs losschicken, die dann hier Chemikalien holen und Kohle holen. Und auch die fertigen Pflanzen dann halt eben wegfahren. So. Vertrieb. Vertrieb Greenhouse. So, dann haben wir das auch. Super. So. Fahrzeuge. Wir brauchen Kohle. Kapazität über den Kipper. So, was ist das für einer? Was geht da rein? 16 Tonnen Kohle. So viel Kohle haben wir ja gar nicht, ne? Was geht denn hier rein? 10 Tonnen. Wie viel Platz haben wir denn hier für? 2. Da reicht auch ein kleiner Wagen, ne? Kapazität. Was haben wir denn kleines? Wir brauchen Kipper. Kipper. 4 Tonnen Kohle. Was mit dem hier denn? 12 Tonnen. Der ist mächtig. Macht ihn ja leiden, ne? Oder der hier? 12 Tonnen. Der hier. Nehmen wir den hier. Der Weg ist auch nicht so weit. Hübsche Farben, ne? Nehmen wir da mal zwei von. Zack. Zwei, drei Kipper von mir aus. Wir brauchen noch für Chemikalien, brauchen wir was Geschlossenes. Brauchen wir auch nicht sowas Riesiges. Was haben wir denn hier noch? Gesamtkapazität, was haben wir sonst noch? Was ist der doch, ja? Das Gleiche.
Genau, Fred. Ich glaub's ja nicht. Bergwerk Zuffer GmbH jetzt auch. Sieh her. Wir sehen her. Können wir. Ach, schön. Sollen wir die hier nehmen? Ja, machen wir mal. Wir brauchen nicht so riesige Wagen. Das reichen auf die kleinen Kisten. Da reichen auf die kleinen Sachen. So, pass mal auf. Dann brauchen wir jetzt mal hier. Und zwar Greenhouse auf jeden Fall. Dann brauchen wir das hier und wir brauchen Chemikalien. Und zwar den da. Richtig? Richtig. Gut. Und wir brauchen das Lager. Nehmen wir doch das hier. Da kann ein Schild jetzt mal ständig reingefahren werden. So. Jetzt muss ich dann nur sortieren. So, Zielgebäude. 100%. So. Greenhouse entladen. Ist klar. 100%. So. Ein großes Rohstofflager. Ist Kohle. Vorher auch kein mehr. Kein mehr. Ach, wie herrlich. So, beladen. Chemie. Chemikalien. So. Beladung, nee, das ist nicht richtig, das heißt Entladung. Pflanze. So. Dann würde ich sagen, Hühot, ne? Jungs, macht euch auf die Socken. Oder macht ihr euch schon? Ihr macht euch schon auf die Socken. Ihr seid schon unterwegs. Was macht der hier? Der soll, okay. Die gleiche Farbe, das ist doof. Die gleiche Farbe ist doof. Das ist Mist. Bin nämlich blauen. So. Der holt Chemikalien, richtig? Ja, macht er. Da oben ist noch einer von uns. Komm her, mein Freund. So. Da. Ist hier auch einer von uns drin? Jo, da ist er. Der kleine Kipper. In Blau unbelastet. Warte mal, so. Ich muss ihn mal umlackieren, das nützt nichts. So. Ich hoffe, das haben wir jetzt hin. Wo fahren sie denn? Ja, wo fahren sie denn? Hier oben sind sie. So, holen Chemikalien ab. Dann dürfte ja bald hier Start sein für unsere... Da fehlen Chemikalien und Kohle. Ist unterwegs, Freunde. Ist unterwegs. Ist gleich da, sozusagen. Wo sind sie denn jetzt? Ich weiß nicht, wo die kommen. Die müssen von hier kommen, ne? Da. Was ist das hier? Der Kohlenwagen. Genau, hier. Kohle. Der Kohlentransport und... Spiel speichern, ich weiß. So, dann haben wir hier. Chemikalien. So. Ach, der Kreisverkehr. Stimmt, ihr müsst den Kreisverkehr um, ne, runden. So, jetzt sind wir in Nacht. So, abbiegen. Vorsicht, Gegenverkehr, ne, denkt dran. Brücke nehmen wir mit. Dann kann das hier gleich losgehen. Und wie das hier losgehen kann. So, viel Chemikalien und Kohle. Die sind aber gleich da. Warum fährt er so langsam? So, Chemikalien sind vorhanden. Es fehlt Kohle. Ach Mist, da kann wieder nur einer rauffahren. Das ist natürlich wieder doof. Ach, Mann. Das müsste echt nochmal gefixt werden hier. So, Produktion läuft. Und wie? Ach, sehr schön. So, da müssen die bloß am Ball bleiben hier, die Jungs, ne? Würde ich mal ganz grob sagen.
Sonst werde ich echt sauer. Also, ne? Greenhouse. Sehr cool. Gefällt mir. Ist natürlich jetzt nichts für Januar, ne? Also 11 Tonnen Pflanzen am Tag ist schon gar nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja was. Das ist ja nicht das. Aber ich glaube, letztes Mal, da war es wirklich so knapp, dass es leer war. Heating-Probleme. Wo ist denn das? Ach, das ist hier die neue Stelle. Da ist aber noch kein Besuch. Also von daher ist das egal. Haben auch keinen Strom. Das ändern wir mal schnell. So, Strom ist vorhanden. Siehst du wohl. Ist zwar ein bisschen niedrig, aber dann trinkst du ein bisschen mehr und dann passt das auch schon wieder. Ne? So. Apropos trinken. Was ist das hier? Ist das hier Vertrieb, Büro, Innenstadt? Warenhaus, Shopping Mall, Restaurant und so weiter, klar. Haben wir da noch Luft? 12 von 20, okay, pass mal auf, zack. Und zwar, nehmen wir den noch mit. So. Ach, wir haben die Hotels auch noch, ne? Sind die noch gar nicht mit angeschlossen? Ich glaube ja, ne? So, den nehmen wir nochmal mit. Was war das hier? Vertrieb Innenstadt, aber da müssten die Sachen schon mit drin sein, ne? Auch nicht. Das muss mit rein. Naja, das Warenhaus muss auch noch mit rein, naja. Was war das hier? Hier, das Vertriebsbüro. Ach, so, alles klar. So. Weil noch. Ja, da muss was ran. Gut, Essen wird geliefert, Alkohol wird auch geliefert. Ich weiß nicht, wer das Wissen dabei. Vertriebsbüro 6. Vertrieb Innenstadt, Vertrieb Stadt. Okay, und die hier? Auch drei. Nee, beide. Na gut. Aber ich meine, wir sind ja fast da. Wir sind fast da. Kindergarten ist schon da. Es sind sogar schon Babys da drin. Ich glaube das ja nicht. Mandor. Wie ist das mit Sport? Hm? Nix. Tote Hose. In der Kirche? Kein Besucher da, weil da hängen die Eiszapfen von der Decke. Ich glaube, das bauen wir mal fertig, das Teil hier. So. Nee, warte mal so. Zack. Da müsste auch Wärme hier sein. Weil ich glaube, das Rohr haben wir schon vergraben, ne? Ich glaube, das müsste schon liegen. So, Temperatur steigt. Jawohl. Nur wird's hier kuschelig. Mal dran hier. So. Niedrige Temperatur, aber es wird jetzt warm. Da werden doch garantiert gleich keine Gäste kommen. Weil. Mal sehen, wie laufen die denn hier? Die Wege sind zu weit. Ich muss was verkürzen hier. Warte mal. So. Komme ich nicht hin. Machen wir das so rum. So. Okay. Oh, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Malzprobleme, das ist voll gelöscht, ist klar. Hat mir gebrannt, Kino hat gebrannt. Ach du Himmel. Oh, ein Gebäude gebrannt, schon wieder. Sternstadt Ost. Ein Geschäft brennt. Oh, das ist aber nicht so schön. Was brennt denn da? Ist das das Krankenhaus? Nee. Also hier brennt es und also das hä? Okay, na gut, ja. Gut. Das haut nicht so ganz hin, da war glaube ich ein kleiner Fehler. So, okay, gut. Wie ist das hier? Läuft auch, ne? Guck mal hier, Pflanzen ohne Ende. Das geht ja schon mal richtig los hier. Werden die auch vielleicht mal abgeholt? Leute? Hallo? Hof 2, entladen. Pflanzen. Mach schon. Da fährt keiner los. Warum nicht? Da sind schon 40 Tonnen drin. Was machst du jetzt? Was macht der? Macht der was? Deutsche Chemikalien, okay.
Warum fällt noch keiner los und holt, fällt das, weil ich beladen sagen muss. So, jetzt geht's nämlich los. Ja, jetzt geht's los. Alles klar. Ja, mein Fehler. Ich weiß. Müsst ihr nicht jedes Mal sagen. Gut. Jetzt geht's los. Greenhouse und Hochbeladung 1. Alles klar. So. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Und ich fürchte fast, irgendwann ist der Moment da, wo diese beiden Silos nicht mehr reichen. Wo die Bersten voll sind. Aber das macht ja nichts. So, wie ist das hier mit unseren 65 ohne Service. Ah, oh Mann, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh ja, fertig. So, 2 Sport, 2 brauchen Fleisch. Das ist ein Vegan-Hotel, da kriegst du kein Fleisch. Das stand da groß und breit dran. Oh, 6 Leute, 7 Leute. Hui. Hui. Cool. Ja, auch. Och, ist das herrlich. So, was haben wir hier? Einer fehlt Kultur. 107, die sind erfolgreich. Die sind glücklich. Ich glaub's jetzt ja nicht. Hier gibt's kein Gemecker. Mando, was ist hier los? Auch alles gut. Ich glaube das jetzt nicht. Die brauchen Sport. Na gut. Einige Gäste werden nicht bedient. Das ist, wenn die so patzig sind, ne, dann macht man das einfach nicht. Einer ist krank. Corona. Ich meine, der wird eh nicht bedient. Das fällt schon mal durch. Da kommt unser Servicezug wieder mit. Arbeitern. Und der fährt auch direkt hin und her, ne, die ganze Zeit. So, mal sehen, wie wir ablädt. Glaubst du es nicht, das ist ja nicht schlecht. Fast alles. Oder alles hat er abgeladen. So, hier fehlen noch ein paar Leute. Super, das ist großartig. Mal gucken, wie der... Was ist hier los? Keine Besucher. Nicht einer. Ich fürchte fast, dass das, wer von euch das Spiel auch hat und doch hier dieses Nevalmuseum mal gebaut hat, habt ihr Besucher drin oder nicht? Weil komischerweise, das habe ich genauso wie im Eishockey-Center, ist auch nichts. So, Ambulanzen oder was haben wir hier denn sonst noch? Was ist denn das hier? Voll gelöscht, ist klar. Das Gemecker ist zu groß. Wo? Ja, also, hallo? 161 ohne Job. Also bitte. Das kann doch nicht wahr sein, ohne Job. Also, ne, also, das. Nee. Das kriegen wir hin. Pass mal auf, wie schnell das geht. Hm. 400. Mal auf, dann müsste der theoretisch. Pass mal, was haben wir hier für einen Zug? Komm mal her, mein Freund. Kopfstation, Raffineriestation. Wo fährt er jetzt in die Kopfstation? Braucht er eigentlich gar nicht hin, ne? Warte mal, was haben wir hier für einen? Ich muss weg hier. So, kurz mal Ordnung machen. Das ist Kopfstation. Okay. Kopfstation. Sternstadt N. Wo ist die? Ach so, ist die hier vorne. Die fährt er ab. Jetzt kann ich aber theoretisch nicht noch einen mehr nehmen, ne? Wer fährt denn noch? Wir sind noch da unterwegs. Kopfstation, das ist klar. Der fährt dahin und die Raffinerie fährt er ab. Die sollen hier aber nicht aussteigen. Die steigen hier aber auch nicht aus, wenn da keine Arbeit ist, ne? Wenn ich dem jetzt sage, pass mal auf, kriegst du noch mal einen Auftrag mehr. Hier vorne. Fahr hier mal raus. Mal sehen, was er macht.
Und das müsste. Was hat er hier denn zu tun? Kapstation, Bahnhof, Touristeninsel. Okay. Das ist gut. Das ist auch gut. Mal sehen, wie viele Leute wir hier rauskriegen. Was hat er hier zu tun? Kapstation, Hauptbahnhof. Der ist nur am Verteilen wegen Rosa. Okay. So. Und er hier. Da brauchen wir gar nicht anhalten mehr. Das ist eigentlich überflüssig. Der fährt gleich komplett hier hoch. Da. Hol alles weg, was da ist. Dann brauchen wir da nicht wieder ranfahren. Die nehmen wir mal raus hier. Wupp, so. So, wo ist er? Den müssen wir begleiten wir mal. Da fahren wir einfach mal mit bei dem Knecht hier. So. Da fahren wir einfach mal mit. Da kennen wir jetzt nichts. Alles grün bis jetzt. Super. So, zurücktreten. Wir fahren so durch. Vorsicht. Na, können wir durchfahren? Können wir durchfahren? Ich glaube nicht. Doch, können wir. Oh, super. So, einmal abbiegen. Da wird es ja schwindelig. So. Mal schauen, was nehmen wir mit? So, und zurück. Bin mal gespannt, wie viel wir jetzt davon abliefern, sozusagen. Oben bei der Raffinerie. Noch mal zu. Hallo Zentral 13, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Du wohnst in Minsk, das sieht sehr ähnlich aus. Siehst du, fast identische Bauweise. Schmeiß nicht alle raus. Schmeiß nicht alle raus. Okay, 73 ist nicht viel. Ich meine, das sind die ganzen Menge Leute, die da in der Eisenbahn, da sind sie nämlich hier. Die wollen alle in der Eisenbahnfabrik. Da wollen sie arbeiten. Vielen Dank für dein Follow, Zentral 13. Vielen Dank für dein Follow. So, 73 Arbeiter ist natürlich jetzt nicht der Burner, ne? Aber ich denke mal, das muss ich erstmal so ein bisschen einspielen, das Ganze. Also die sind raus. Wo ist der andere Zug? Der so weit weg war er nicht. Da ist er. Was hast du noch mit? 61. Okay. War auch nicht so viel. Jetzt hält er da nochmal an. Aber wir arbeiten jetzt hier. Ist doch eine ganze Menge, ne? Also, kann ich Lager exportieren, elektronische Komponente. Ist das auch schon wieder voll? Was mit dem Elektronikverein hier? Was ist denn los? Jungs, ran die Buletten. Mensch.
So, und er rauscht wieder zurück, ne? Richtung Kopfbahnhof, hier oben hin. So, 25 ohne Job und der sind glücklich, die Jungs hier. Da muss ich mal sagen. Mach voll. 90. Ja gut, 90 ist ja. Aber lass mal erstmal alle Hütten fertig sein. Ui, ja auch. Guck mal. Da kommen sie jetzt. Na, die Hütte ist fast fertig. Was ist in der Schule los? Gut. Schule sieht auch gut aus. Können alle rankommen. Bester Kram. Was wisst ihr mehr? Warm haben sie es auch. Strom haben sie auch. Großartig. So, wie weit sind wir hier? Müsste gleich fertig sein. Dann haben wir auch wieder weniger bei Mutti-Wohner, ne? Wie haben wir jetzt hier? Bei Mutti-Wohner. 3.100. Alter, Freund, so viele. Die werden wir nicht los. Die werden wir einfach nie los. Nun komm schon, mach fertig. Von hier schlimmer ist ja die Leute, die auf der Baustelle arbeiten. Die haben denn, ne? Die haben wir denn auch wieder auf der Tasche rumliegen. Oh Gott. Und so viele sind es nicht, ne? 22. Oder was haben wir hier? 27? Ne, 22. 17. So, mach fertig, komm schon. Los. Mach schon. Los! Den letzten Zippel. 6 Tage noch. 5 Tage. Komm. Ach, endlich. Jetzt kommen sie. Die ganzen Mammutiwohner. Zack, umgezogen. Das ist hier vom Umzug. Also haben sie sich verletzt hier. 2 Stück. Ach, Mann, doch. Also ehrlich. Oder waren es noch mehr? 3. 160, der Hobel ist voll. Und noch keiner was zu meckern. Das ist schön. Na gut, die haben ein bisschen was zu meckern, das ist klar. Können kein Essen bekommen, kein Fleisch und ach du Schande, das wird noch mehr werden. 10 ohne Job. Zug ist da vorhanden, also 170, guck mal hier, 120 Passagiere, 5 Touristen. Das läuft sich zurecht. Wenn das nachher fertig ist, dann werden da noch mehr kommen und so. Was hat er mitgehabt? Das ist doch Bahnsteig Eisen, das ist der andere. Das ist der andere Zug, dann ist er schon da. Er ist schon da gewesen. Guck mal hier, schon abgeliefert. Was haben wir hier? 100. Da passt noch mehr rein. Wir haben so viel Öl, dass hier irgendwie verheizt werden muss, verarbeitet werden muss. Mach fertig. Gut. So, Zeit ist schon wieder überschritten ohne Ende, sehe ich gerade. Die Folge ist schon wieder sowas von durch. Da sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch morgen wieder rein, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr mögt. Bei Workers and Resources. Bis dann. Ciao.